So Jungs, die erste Frage. Wie werden die ausgebildeten und zertifizierten Besucherführer im Nationalpark Hohe Tauern genannt? A. Guide. B. Ranger. C. Officer. D. Waldmeister. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Guide, Ranger, Officer, Waldmeister. War nix. Beide richtig, nehme ich an, ne? Nee, sind tatsächlich die Ranger. Waldmeister wäre. Ja, wer hätte was gehabt, ja. Hätte ein bisschen gepasst, ja, hier, ja, in die Region. Finde ich auch. So, jetzt gilt es zu schätzen, wie viele Kilometer Luftlinie trennen die Veltins Arena und den Nationalpark Hohe Tauern? Boah. Luftlinie, ne? Yep. Boah. Ich glaube, es ist zu wenig. Na, egal. Ich ändere noch kurz. So, jetzt noch 5 Sekunden. So. Ja, 1000. Ach, Junge. Hätte ich das andere stehen lassen können. 1312. Du hast. Ich hatte 1012. Ja, wäre auch nicht viel besser gewesen. 613 sind's. Was? Das gibt's ja nicht. Danke. Bitte. Also, Luftlinie nur 600. Okay. Interessant. Nächste Frage. Was meinen Österreicher, wenn sie Fixleiberl sagen? Fixleiberl. Komm, wir haben es einfach gemacht. Hat was mit Fußball zu tun. Fixleiberl. Fixleiberl. Ja, genau. Fixleiberl. Oh. Pass auf, schön. Heimtrikot. Ich hab die Hemdchen, weißt du, die. So Überzieher oder was? Ja, die. Nee, hier die. Diese bunten Dinger, die wir anhaben halt. Also weiß, grün, Hemdchen halt. Wie nennen wir das noch? Leibchen. Ist naheliegend, aber es geht um den Stammspieler. Ach du Schande. Okay. Sehr, sehr gut, wie ich hier abschneide. Wir sind echt gut. Ja, wir sind richtig gut. Wir schneiden das einfach nochmal und dann stellen wir die Frage nochmal, oder? Nein. Nächste Frage. Wie viele Wiener Schnitzel isst der Österreicher im Durchschnitt im Jahr? Also mal mindestens eins die Woche, sag ich. Ja, du bist ein Hund, du. Ja, mach mal was. Ich habe einmal die Woche, 52. Ja, ich habe knapp zweimal die Woche. Es sind aber nur 30. Was? Ja, gut. Die Nationalgericht selber nicht essen, was soll ich da machen? Ne? Was soll ich da machen? Ja, ich brauche wenigstens einen Punkt. Vielleicht ja jetzt. Wie viele Vereine spielen in der österreichischen Bundesliga? A. 12, B. 14, C. 18 oder D. 20? Das ist, glaube ich, A oder B. Ja, es ist A oder B. Ja. Aber die Frage, wie war das noch? Komm, entscheid dich. Ist ja, 50-50. Ja. B. A, ne? 12. Oh, es war so klar. Es war so klar. Weiter geht's mit Erdkunde. Der höchste Berg Österreichs steht im Nationalpark Hohe Tauern. Wie heißt er? Okay. Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten. A. Zugspitze. B. Hochpfeiler. C. Großglockner. D. Hochalmspitze. Oh. Komm.
Ich hab B. Es ist der Großglockner. Sally hat's richtig. Komm, eine letzte Chance hab ich noch. Ja, bist du wahnsinnig. Also, dass es auch nicht ist. Ja, das war klar. Und das letzte war es auch nicht. Wie hoch ist denn der Großglockner? Höchster Berg Österreichs. Boah, hab ich gar keinen Plan, ne? Ist der drüber, drunter? So. Ui. Tja, Tobi, wieder kein Punkt für dich. Es sind 3.798 Meter. Ach, komm, ey. Ich dachte, vier gibt's kein Viertausender. In der Schweiz haben wir ein paar Viertausender. Okay. Deswegen habe ich gedacht. Ich komme aus dem Flachland. Also, ja, das ist 2000 das wär's dann hoch. Gewesen, Tobi. Ja. Super. Ja, war sehr gut. Hat richtig Spaß gemacht auch. Aber Tobi, immerhin hast du was gelernt. Immerhin habe ich was gelernt.